Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir hier bei Your Next Hotel. Mein Name ist Christopher und ich bin mal wieder für euch unterwegs. Und zwar in Ägypten, in Hurghada und darf euch das Dana Beach Resort vorstellen. Und dieses Hotel hat etwas ganz, ganz Besonderes. Let's go! Und denkt doch daran, meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank! Die Lobby des Dana Beach ist sehr hell und lichtdurchflutet gestaltet. Es ist alles in weißem Marmor und es gibt auch orientalische Elemente. In der Mitte ist dann ein Kronleuchter und ein Tisch, auf dem Dekoration ist bzw. auch frische Pflanzen. Hinter mir lässt sich recht gut die Rezeption erkennen und dann habt ihr auf dieser Seite letztendlich noch eine Bar. Es gibt verschiedene Lounge-Möbel, aber auch Tische, wo man ordentlich sitzen kann und auch einen Kaffee oder einen Cocktail genießen kann. Und dann hat man noch einen zweiten und einen dritten Part, so würde ich es mal bezeichnen. Und zwar gibt es hier einmal einen Part, der ist mit Teppichboden und mit so fancy goldenen Sesseln, die auch einen sehr schönen, feinen Bezug haben. Und dann ist dann der dritte Part, würde ich fast sagen, ja, wie so ein Wintergarten. Und man fühlt sich wie auf so einem Schiff und man hat eine tolle Aussicht auf die gesamte Poolanlage. Also mir gefällt die Lobby sehr, sehr gut. Ich habe gerade eben meine Keycard bekommen und durfte mein Familienzimmer beziehen und ich nehme euch jetzt mit für eine persönliche Roomtour. Und zwar, gleich wenn man ins Zimmer hereinkommt, hat man hier einen begehbaren Kleiderschrank. Es gibt hier super viel Ablagefläche und Stauraum. Des Weiteren ist hier auch der Safe enthalten. Und hier hat man nochmal Platz für Koffer. Und dann kommt man vom begehbaren Kleiderschrank ins Badezimmer. Und auch wirklich, das ist sehr groß gestaltet. Man hat hier ein Waschbecken, Beauty-Utensilien, es gibt einen Schminkspiegel, Föhn, einen super großen Spiegel. Und dann hat man hier die Dusche. Und die Dusche, muss ich wirklich sagen, die ist riesig. Also man kann hier regelrecht tanzen drin. Es gibt auch Spritzdüsen, die auf den Körper zeigen, sowie auch eine Sitzmöglichkeit in der Dusche. Ja, und jetzt zeige ich euch das Zimmer. Und zwar hat man hier erstmal nochmal einen schönen großen Ganzkörperspiegel und dann ist das eigentliche Zimmer. Wir haben hier ein schönes großes King-Size-Bett. Was mir wirklich total toll gefällt, sind diese Lampen hier. Die finde ich sehr cool gestaltet einfach. Dann gibt es hier eine Minibar, die bei All Inclusive mit inkludiert ist. Es gibt Softgetränke sowie auch Wasser und man hat hier noch einen TV und einen Schreibtisch. Genau, und dann geht es auch da auf einen Balkon mit Sitzmöglichkeiten und Familienzimmer. Das heißt, wir haben eigentlich das zweite Zimmer nochmal. Das ist relativ identisch, ein bisschen anders vom Lookalike, würde ich mal sagen. Ebenfalls ein großes King-Size-Bett und man hat hier nochmal eine Kaffee- und Teestation sowie eine Minibar und hier ist dann auch der zweite TV erhalten. Genau, und jetzt zeige ich euch noch den Blick auf den Balkon. So, wir gucken dann direkt auf die Lagune letztendlich, sowie die Jacuzzi-Pools und der Jacuzzi-Pool ist zudem noch beheizt. Das hier ist die Rückseite der Hotelanlage und auch diese Zimmer haben einen wirklich tollen Ausblick, denn hier ist alles bepflanzt und alles in Grün gehalten.
Das Highlight des Dana Beach Resort ist, dass es in Form einer Lagune angelegt wurde. Das bedeutet, dass mittig zentriert eine Insel ist und hier sind verschiedene Restaurants, aber auch Pools. Und rund um diese Insel ist ein River und dieser River wurde mit Meerwasser beflutet und dort fahren verschiedene kleine Boote und man kann immer wieder an verschiedenen Stellen aussteigen beziehungsweise kann man auch von der Rezeption bis hinunter zum Strand mit einem Boot fahren. Und rund um diese Lagune sind insgesamt 6 Gebäudetrakte und dort verteilen sich die 866 Zimmer auf maximal 4 Etagen. So, ich bin gerade auf einem dieser Boote und fahre hier gerade über den River bis hinunter zum Strand und ich muss wirklich sagen, das ist was total Cooles, was ich so in dem Hotel zuvor noch nie gesehen habe. Für euch kleinen Hotelgäste wurde der Aquapark wirklich super schön gestaltet. Ihr könnt hier rutschen, aber auch klettern. Dann gibt es hier Pilze, von denen Wasser heruntertropft. Und der Zustieg ist super leicht in diesem Pool, denn er wurde in Form eines Strandes gemacht und es führt eine leichte Rampe hinunter ins Wasser. Insgesamt verfügt das Hotel über 5 Poolanlagen und hinter mir lässt sich jetzt recht gut der Aktivpool erkennen. Und das ist der einzige Pool, der nicht beheizt ist. Alle anderen sind beheizt und haben auch einen Jacuzzi mit integriert. Hier wird tagsüber Musik gespielt, des Weiteren wird Aquagym angeboten oder auch Wasserball. Für alle Sportbegeisterten unter euch, die sportlichen Aktivitäten sind relativ zentriert zusammen. Und zwar hat man hier hinten einmal 3 Tennisplätze, des Weiteren gibt es einen Fußballplatz oder auch das Fitnessstudio sowie der Aktivpool. Hier hinter mir lässt sich jetzt recht gut der Ruhepool erkennen und hier ist der Jacuzzi eben mit integriert und das ist wirklich ein Jacuzzi der absoluten Superlative, der ist gigantisch groß. Und hier kann man sich dann ein bisschen zurückziehen und hat ein bisschen eine ruhigere Atmosphäre. Hier seht ihr noch einen weiteren Relaxpool. Er hat des Weiteren auch noch 2 Jacuzzis mit integriert und im Wasser befinden sich Relaxliegen, wo man einfach ein bisschen entspannen kann. Und dann wollte ich noch ein bisschen Werbung machen für mich und meinen Kanal. Schaut doch gerne mal ein bisschen durch. Vielleicht entdeckt der ein oder andere von euch ein Hotel, das dein nächstes sein könnte. Und es wäre super, würdet ihr mich unterstützen, indem ihr mich abonniert. Vielen Dank. Der Strandabschnitt des Dana Beach Resort ist wirklich traumhaft schön. Es ist ein feiner Sandstrand und das Wasser ist wirklich türkisfarbenblau. Und ich kann mir nur vorstellen, wie schön das sein muss, hier im Sommer hineinzuspringen ins kühle Nass. Leider bleibt dies mir verwehrt, es geht hier gerade ein eiskalter Wind, aber es ist wirklich ein Traum-Sandstrand. Zwischen 10 und 18 Uhr wird man an der Snackbar kulinarisch verwöhnt. Es gibt allerlei zum Essen und zwar Salate, aber auch Pizza, Burger, Pasta sowie Pommes. Also alles, was das Herz begehrt. Hier hinter mir lässt sich nun sehr gut das asiatische Restaurant erkennen und ich muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir außerordentlich gut. Es ist hier in Form eines Schiffes gestaltet und liegt eben auch auf der Insel und ich freue mich sehr darauf, heute Abend hier zu essen.
Das hier ist die Dachterrasse des Wilden Kaisers und eines von 5 Buffet-Restaurants des Dana Beach Resorts. Und zwar gibt es hier die deutsche Küche. Eine Etage weiter unten ist dann die italienische Küche sowie die asiatische Küche. Und ihr findet noch neben der Rezeption 2 weitere Buffet-Restaurants und dort gibt es orientalisches Essen sowie internationales. Also wirklich, die Anlage ist traumhaft schön und lädt absolut zu abendlichen Spaziergängen ein. Also wirklich, die Anlage ist traumhaft schön und ich muss ganz ehrlich sagen, sie gefällt mir sogar in der Nacht noch besser, denn alles ist bunt beleuchtet und es ist wirklich wunderschön und ich kann jedem nur empfehlen, der hier ist, auch mal nachts so eine kleine Kreuzfahrt dann letztendlich zu machen. Alle Nachtschwärmer unter euch, ihr seid hier genau richtig. Denn das hier ist die Jazzbar neben der Rezeption und die öffnet erst um 23.30 Uhr und hat dann bis 2 Uhr nachts offen. Und hier wird Live-Musik gespielt und hier kann man auf jeden Fall auch noch das Tanzbein schwingen. Im Spa findet ihr unter anderem 2 Jacuzzis. Dann habt ihr hier noch eine Trockensauna. Des Weiteren gibt es eine Dampfsauna und ein Hammam. Das Fitnessstudio bietet wirklich sehr, sehr viel. Es gibt Freihandeln, aber auch Laufbänder sowie Zirkeltraining und es gibt hier sogar einen Turm. Das heißt, man kann individuell Übungen machen und das alles letztendlich bei Ausblick ins Freie, ins Grüne und auf den Relaxpool. Und jetzt habe ich noch einen ganz besonderen Tipp für alle Shopping-Begeisterten unter euch. Es gibt ein paar kleine Stores im Hotel selbst, aber jetzt seht euch das mal an. Und zwar direkt, wenn man die Straße vorm Hotel überquert, hat man ein riesiges Shopping-Center mit allem, was das Herz begehrt. Und zwar, das könnt ihr jetzt gleich hinter mir erkennen, und zwar das hier alles. Also es ist echt ein gigantisches Shopping-Center, Tee, Schuhe, Kleidung, Schmuck, Accessoires, Geschenkartikel, also Powershopping hier bitte. Ja, das war's auch schon wieder hier von mir aus dem Dana Beach Resort. Meine Reise neigt sich langsam dem Ende hinzu und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir sehr gerne einen Daumen und einen Kommentar und es wäre super, würdet ihr mich unterstützen, indem ihr mich und meinen Kanal abonniert und freut euch auf noch ganz, ganz viele weitere Videos hier bei Your Next Hotel.